Hallo Steffi, na, was machst du? Hallo Valeria, ich mach heute sauber. Ja, das ist ganz schön dreckig hier. Du brauchst am besten einen Eimer und eine Schaufel. Ja, danke. Juhu, jetzt ist alles sauber. Ja, das hast du prima gemacht. Alles ist sauber. Aber für den Teppich, da brauchen wir einen Staubsauger. So viel Staub. Wo hast du denn deinen Staubsauger? Der Staubsauger, der ist irgendwo da oben. Irgendwo oben? Ah, meinst du den hier? Steffi, ich glaube, der ist kaputt. Das geht nicht zusammen. Oh nein, ich brauche aber einen Staubsauger. Ich will alles heute sauber haben. Ich habe eine Idee. Mach dir keine Sorge. Wir machen denselben, nur aus Knete. Juhu, ja, das ist eine super Idee. Super, dann nehmen wir am besten dieselbe Farbe wie hier für den Staubsauger. Blau und rosa. Juhu, lass uns loslegen. Zuerst machen wir die Form. Ich glaube, die Form ist richtig so. Lass uns mal schauen. Hier haben wir den Staubsauger. Ja, sieht gut aus. Ja, das sieht fast gleich aus. Jetzt sind die rosanen Details dran. Das hier und das hier. Hier ist die rosane Knete. Jetzt für den Filter rollen wir die Knete aus und schneiden die Form aus. Lass uns wieder vergleichen. Sieht fast gleich aus. Jetzt brauchen wir noch zwei Reifen. Die müssen jetzt etwas flach sein.
Sieht schon mal gut aus. Oh, wow. Das sieht ja identisch aus. Und jetzt ist der Schlauch dran. Das hier. Dafür brauchen wir die weiße Knete. Unser Schlauch ist fertig. Jetzt dekorieren wir ihn nur noch mit meinem Messer. Und jetzt dieses Teil noch. Oh, welche Farbe benutzen wir dafür? Was hältst du von? Pink. Oh ja, super, das passt, das passt. Das kommt hier hin. Steffi, dein Staubsauger ist fertig. Lass uns schauen, ob er auch funktioniert. Ja, er funktioniert. Valeria, für deine Hilfe. Jetzt kannst du endlich deinen Teppich staubsaugen. Juhu, ja, das mache ich sofort. An. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Chelsea, hallo. Wieso weinst du denn? Oh, Valeria, hallo. Ich muss zur Schule, aber ich finde meinen Rucksack nicht. Oh, Chelsea, hör auf zu weinen. Setz dich hin. Schau mal, wie viel Knete wir hier haben. Und was ist mit der ganzen Knete? Ich mache dir einen tollen Rucksack. Oh, wirklich? Ja, ja, super Idee. Gar kein Problem. Welche Farbe möchtest du denn? Ich weiß nicht. Vielleicht weiß? Nein, das wird zu schnell schmutzig. Blau? Bist du dir sicher, du möchtest dunkelblau? Nee, ist eher für Jungs. Oh, wow, ich möchte pink. Ja, ich liebe pink. Super, jetzt können wir loslegen. Jetzt geht's los. Zuerst machen wir unsere Form. Schaut mal, unsere Rucksackform ist fertig. Oh, wow, super. Valeria, können wir da auch ein bisschen Schwarz mit reinmachen? Lass mal schauen. Hier haben wir Schwarz. Ja, ich glaube, Pink und Schwarz passt super zusammen.
Jetzt müssen wir unsere Knete ausrollen, denn die muss super dünn sein. Dafür brauche ich das hier. Ich denke, diese Länge reicht für unseren Rucksack. Jetzt müssen wir es zurechtschneiden. Ich nehme das hier. Valeria, wieso bereiten wir alles nur vor und packst du nicht alles zusammen schon? Zuerst machen wir alle unsere Details fertig aus der Knete und dann bauen wir alles zusammen. Jetzt muss ich mein Werkzeug wechseln. Jetzt machen wir Wellen und damit dekorieren wir unseren Rucksack. Das sieht schon super aus. Aus diesem Stück Knete machen wir noch unsere beiden Henkel. Der Rest kann jetzt weg. So, die kommen jetzt hier hin. Jetzt können wir dekorieren und zusammenbauen. Hier haben wir unseren Rucksack. Und sitzt fest. Schaut mal, fertig! Oh, das sieht ja fast aus wie eine Wassermelone. Das gefällt mir. Jetzt müssen wir ein Extrafach und den Reißverschluss noch machen. Dafür nehmen wir... Nein. Die Farbe. Hellrosa. Die Knete
Knete müssen wir jetzt erstmal ausrollen. So, jetzt kommt das extra Fach. Und jetzt zum Reißverschluss. Den Rest brauchen wir nicht. Jetzt noch die andere Seite. Und das kommt jetzt auf unseren Rucksack. Juhu, juhu, jetzt kann ich endlich zur Schule gehen. Nein, nein, warte noch kurz, Chelsea. Es fehlt noch was ganz Wichtiges. Schaut mal, unser Rucksack ist fertig. Juhu, danke Valeria. Oh, das sieht so toll aus. Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.